Deutschlehrerin in Senica, kompakt und eben älter schon und sehr respektabel und war eine der besten Mitarbeiterinnen von Anfang an, aber wirkt natürlich seriös, einfach durch ihr Aussehen. Und einmal haben sie auch eine Klientin aus serbisch besetztem Gebiet rausgeholt, von der sie wussten, dass sie eben gefährdet ist, und haben ein Stück weit geleit bekommen von UN, von einem UN-Wagen. Und haben dann sozusagen die serbisch-bosnische Front überquert und waren zurück auf bosnischem Boden. Und Sie müssen sich vorstellen, 1993 hat man nicht übliche Straßen gehabt, die auf den Karten verzeichnet sind, sondern man musste in den Wäldern über Bypassstraßen sich seinen Weg finden. Und der Fahrer war sehr erfahren, aber irgendwie ist er wieder vom bosnischen Gelände abgekommen und wieder über die Frontlinie in serbisches Gebiet gekommen. Das haben sie dann gemerkt, spätestens als sie eben einen sehr serbischen Checkpoint auf einmal sich wiedergefunden haben, wo eben kein UN-Schutz mehr da war. Und dann war es natürlich sehr schwierig, wegen eben dieser Frau auch im Auto, und das war auch für die Mitarbeiterinnen sehr gefährlich. Und dann hat Silha das Fenster runtergelassen und hat zum einen Soldaten, der schon anfangen wollte, verbal sie zu beschimpfen, hat sie gesagt: Mein Sohn, du siehst sehr schlecht aus und darf ich dir etwas anbieten? Und hat ihm irgendwie ein Stück Schokolade angeboten. Und immer wieder gab es solche Situationen, der war so komplex, dass er ein Stück Schokolade genommen hat und gesagt hat: Haut ab.